Die Kosten, ein Elektrofahrzeug zu fahren, sind ein Drittel von dem, was ein Verbrenner kostet. Ein Drittel. Also wer wird jetzt, wenn ich einen Kühlschrank kaufe, wer kauft einen Kühlschrank, der dreimal teuer ist im Alltag? Das kaufen wir nicht mehr. Sondern wir kaufen natürlich die Produkte, die moderner sind. Wenn ich einen Computer kaufe, kaufe ich den Computer, der die beste Batterie hat und die beste Leistung hat. So ist es halt die Entwicklung. Und das, so weit sind wir beim Elektrofahrzeug. Es gibt keinen Grund, warum ich das nächste Mal nicht ein Elektrofahrzeug kaufen soll. Wir haben halt eine Krise, das passiert in vielen Unternehmen. Da kann etwas passieren und da muss man daran denken, was für Werte, was für Stärken haben wir und mit der Passion dann durchziehen. Kopf runter und durch, sagt man. Und das, was positiv ist, bleibt ja positiv. Ja. Und das, was negativ ist, muss ich eliminieren, verbessern, wegschaffen. Warum höre ich jetzt bei der AMAG auf? Ich bin 14 Jahre im Unternehmen. Es ist hart. Diese Jobs sind hart. Auch wenn man fit ist und Energie hat, die sind harte Jobs. Und ich war mir nicht sicher, ob ich das die nächsten 5 Jahre machen kann. Herzlich willkommen zu Der beste Rat. Gespräche mit Denkern und Machern. Ich bin Frank Arnold und mit meinen Gästen spreche ich über außergewöhnliche Leistungen, den besten Rat, den mein Gast je bekam, sowie über Geschichten und Erkenntnisse aus einem erfolgreichen Leben. Ich möchte einen Blick hinter die Kulissen einer interessanten Branche erhalten und Neues erfahren. Wenn auch du dich für diese spannenden Persönlichkeiten interessierst und von ihnen etwas lernen möchtest, bist du hier herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Morten Hannesbo. Morten Hannesbo verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie und er war von 2010 bis 2021 CEO der AMAG-Gruppe, bei der er 2007 als Managing Director im Import begann. Die AMAG-Gruppe beschäftigt rund 6.500 Mitarbeitende und verkauft Automobile der Marken VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche und Bentley. Die AMAG ist mit rund 80 Standorten über die gesamte Schweiz vertreten. Zum Konzern gehören auch Leasingunternehmen, Carsharing, Mietfahrzeuge und Parkhausangebote. Morten Hannesbo stammt aus Dänemark und ist studierter Schifffahrtskaufmann mit einem Master of Business Administration. Er begann seine Berufslaufbahn 1980 bei Maersk, der weltweit größten Containerschiffreederei. Im Jahr 1986 wechselt er dann in die Automobilbranche, wo er in den Jahren 1986 bis 2007 Managementpositionen bei Toyota und Nissan in Dänemark sowie bei Ford in England, Frankreich und der Schweiz innehatte. Im Jahr 2007 fand er dann seine berufliche Heimat bei der AMAG. Morten Hannesbo hat diverse Verwaltungsrats- und Beiratsmandate. Unter anderem ist er bei Scott Sports und er ist Vizepräsident von Auto Schweiz, der Vereinigung der Automobilimporteure. Wir sprechen über die Trends der E-Mobility und die Herausforderungen der Ladeinfrastruktur. Was denkt Morten über das Connected Car und die Digitalisierung der Fahrzeuge? Und wie weit sind wir eigentlich noch vom autonomen Fahren entfernt? Wir erfahren, wie Morten das Unternehmen mit 6.500 Mitarbeitern zur Du-Kultur geführt hat und welche Erfahrungen er damit gemacht hat. Morten erzählt, wie er die Dieselkrise in der Verantwortung für alle Mitarbeiter erlebt hat und wie er es mit dem Unternehmen bewältigt hat. Ich kenne Morten seit vielen Jahren aus der Zusammenarbeit. Ich konnte immer wieder beobachten, wie er auch in schwierigen Situationen seine Mitarbeiter motiviert und auch auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet hat. Und nicht zuletzt, wie er über die ganzen Jahre ein starkes Team an Führungspersönlichkeiten aufgebaut hat. Ich wünsche viel Freude bei dem Video und Podcast Der beste Rat – Lernen von Denkern und Machern. Morten, schön, dass du wieder bei uns bist. Danke, Frank. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Ich bin ganz gespannt, Morten, von dir Hintergründe zu erfahren. Ein Blick hinter die Kulissen. Was fasziniert dich an der Automotive-Branche? Wie bist du dazu gekommen? Und vielleicht auch 2, 3 Sätze zu deinem Werdegang. Und ja, dann steigen wir noch in ein paar tiefere Themen ein zu E-Mobility. Schauen wir mal. Sehr Morten, gern. Wie bist du zu deiner Faszination gekommen und wie bist du in die Branche gekommen? Ja, also ich bin ja schon ein Auto. Mensch, gebe ich gerne zu. Ich habe Benzin im Blut, das gebe ich gerne zu. Aber ich bin ja ursprünglich Schifffahrtskaufmann. Und ich bin in einer
sehr großen Firma, die größte Firma Dänemarks, bin ich aber groß geworden, mit 17 gestartet. Nach 6 Jahren habe ich dann Interesse fürs Auto entdeckt und habe mich für einen Wechsel entschieden, damals zu Toyota, später Nissan, später Ford und dann lange bei der Amag 14 Jahre, so mein Werdegang. Was fasziniert mich? Die Technik, die Entwicklung, die Geschwindigkeit, die Größe der Autobranche, die bedeutende Autobranche für Länder. Also in Deutschland Millionen sind mit der Autobranche beschäftigt, stellen Autos her oder servicieren oder verkaufen. In China, in Indien, in Japan. Ohne eine große Autobranche ist das Land nicht entwickelt. Also das ist schon mega faszinierend. Und ich habe gerne Autos, ich fahre gerne Auto, ich lasse mich da sehr, sehr schnell begeistern. Mhm. Und jetzt ist die Branche natürlich in einem enormen Umbruch dieser Tage, die letzten Jahre gewesen. Wohin geht die Reise beim Thema E-Mobility? So, es ist mehr als E-Mobility, würde ich jetzt sagen. E-Mobility ist das, was wir heute sehen, aber das ist ein Ergebnis von einer Entwicklung, die doch vielleicht ein paar Jahrzehnte gedauert hat. Aber wenn man zurückblickt, wenig hat sich geändert in unserer Branche seit den 60ern. Ich habe vor kurzem ein Foto gesehen vom Auto meiner Eltern, ein Mercedes 190. Mhm. Damals durch den kleinen Händler verkauft, von meinen Eltern gekauft, wahrscheinlich finanziert mit einem Darlehen, ich gehe davon aus. Und es ist heute nicht viel anders. Also wir verkaufen Verbrennungsmotoren von Händlern, die servicieren diese Fahrzeuge, die werden finanziert. Seit 50 Jahren hat sich fast nichts verändert. Das wird jetzt anders. Und die Digitalisierung ist der Startschuss, kann man so sagen, wo man nicht nur das Auto selber elektrifiziert, digitalisiert, sondern alles rund um das Auto, wie wir Autos finanzieren, wie wir die bestellen, wie die abgeholt werden, geliefert werden. Alles wird anders und das geht jetzt blitzschnell. In den nächsten 5 Jahren werden wir staunen. Warum glaubst du, dass das so schnell geht? Weil eigentlich sieht man doch auch noch eine Zurückhaltung in dem Kaufverhalten, was die reinen E-Autos insbesondere angeht. Warum glaubst du, dass das so schnell umschwenken wird? Ja, aber alle neuen Technologien oder Produkte, die haben einen Tipping Point. Das heißt, in dem Moment, wo nicht mehr wir als Kunde die Frage stellen, ist das Produkt für uns geeignet oder nicht, sondern wir sagen, jetzt ist eine Frage der Zeit, dann kaufe ich ein elektrisches Auto. Und wir sind soweit, wir haben im letzten Jahr 15%, also 2020, von 100 Autos, 15 hatten einen Stecker. Mhm. Und die Hälfte davon waren reine Elektrofahrzeuge. Mhm. Und das ist weltweit an 5. oder 6. Stelle. Ja. Und wir sind das einzige Land, wo es keine Fördermaßnahmen gibt. So in der Schweiz hat es jetzt wirklich diesen Punkt erreicht, einen Tipping-Punkt. Mhm. Und warum ist das so? Die Technologie ist jetzt reif. Wir haben eine hohe Kaufkraft, also die Preise sind immer noch höher als bei den Verbrennungsmotoren, aber wir können uns das leisten in unserem Teil der Welt und vor allem in der Schweiz, aber auch in Deutschland und andere. Und deswegen wird es schnell gehen, weil es bringt Kundenvorteile, die wir nicht wegdiskutieren können. Auch der härteste Verbrennerverfechter wird das nicht wegdiskutieren können. Ein Elektrofahrzeug fährt sich besser, fährt sich günstiger, ist leichter und ist umweltfreundlicher. Ja. Und wenn es auch günstiger ist, und das wird nicht mehr lange gehen, dann warum soll ich dann einen Verbrenner kaufen, außer ich bin Nostalgiker oder lebe in der Steinzeit. Mhm. Und das Thema Infrastruktur, Ladesäulen, diese Thematik, wie siehst du die? Ja, hier muss man die Realität natürlich vor Auge halten. Es fehlen zu Hause Ladeinfrastruktur. Da hat es Gründe, ich komme noch darauf zu sprechen, warum das so ist. Unterwegs aber gibt es genug Lademöglichkeiten. Es hat in der Schweiz 20.000 Möglichkeiten, wo ich laden kann extern. Aber das sind zum Teil Parkplätze, die besetzt sind, weil da steht ein Verbrenner, oder es sind Langsamladegeräte. Also es ist nicht top, aber es ist nicht schlecht. Und im Europavergleich, mit allen anderen verglichen, Norwegen Ausnahme, sind wir gut unterwegs. Mhm. Was wir benötigen, damit jeder sagt, fein, ich
kauft das nächste Mal ein Elektrofahrzeug, ist, dass wir auch zu Hause immer laden können. Das heißt, morgen ist das Auto voll oder 80%, wie auch immer, und ich komme nach Hause und kann das Auto wieder laden und am nächsten Tag wieder fahren. Warum ist das nicht so einfach in der Schweiz? Weil viele sind Mieter, sind ein Land der Mieter. Mhm. 60% leben in einer Mietwohnung oder ein Haus, wo man Mieter ist. Und wir haben keine fixen Parkplätze. Wir können nicht in der Tiefgarage, wo wir mit 20 anderen Teilen einfach eine Ladebox montieren. Also das hat noch einige Hürden. Wir haben auch keinen Anspruch drauf. Man muss aber verhandeln mit dem Vermieter. Und guess what? Die meisten Vermieter sind die Versicherungen und Banken, die Rendite fokussiert sind und eben nicht unbedingt sich für CO2 und Elektrofahrzeuge interessieren. Aber es geht sehr schnell. Ich sage, in 2-3 Jahren ist dieses Thema erledigt, weil der Druck wird so groß sein, dass der Kunde wird sagen, schau mal, wenn ich das nicht bekomme, dann entweder mache ich Dampf beim Vermieter oder ich ziehe um. So, es wird kommen. Es ist auch wichtig für den Konsumenten, die Kosten, ein Elektrofahrzeug zu fahren, sind ein Drittel von dem, was ein Verbrenner kostet. Ein Drittel. Also wer würde jetzt, wenn ich einen Kühlschrank kaufe, wer kauft einen Kühlschrank, der 3-mal teuer ist im Alltag? Das kaufen wir nicht mehr. Sondern wir kaufen natürlich die Produkte, die moderner sind. Wenn ich einen Computer kaufe, kaufe ich den Computer, der die beste Batterie hat und die beste Leistung hat. So ist es halt die Entwicklung. Und das, soweit sind wir beim Elektrofahrzeug. Es gibt keinen Grund, warum ich das nächste Mal nicht ein Elektrofahrzeug kaufen soll. Und wenn du über das Fahrzeug redest, jetzt weg von der E-Mobilität, über das Connected Car, das würde mich nochmal sehr interessieren, wie du das einschätzt und auch deine Kenntnisse zu den Trends, die dort bestehen. Das Connected Car, die Digitalisierung im Fahrzeug selber, aber auch dem Ökosystem drumherum. Das so, Connected Car heißt, das Auto ist mit dem Internet verbunden. Das ist ein großes Internet of Things, ein Auto quasi, Computer auf Rädern. Diese Fahrzeuge, die haben typisch einige hunderte Sensoren. Die können eigentlich alles messen. Die sind auch verbunden mit Computern, die Updates geben können. Und es ist eine Maschine, die natürlich gepflegt und gewartet werden muss, aber auch Updates bekommen muss. Stellen wir uns mal vor, dass ich mit meinem Samsung jedes Mal, wo es ein Update gibt, hinfahren müsste und dann im Laden warten musste, bis das Auto, bis mein Telefon upgedatet wird. Das würden wir nicht akzeptieren. Ja. Aber wir akzeptieren das noch beim Auto. Das kann ja nicht sein. Also so ja. Deswegen, das Connected Car ist ja nicht nur Updates, nicht nur, dass man sieht, wo das Auto fährt, wie schnell es gefahren ist. Wenn es einen Unfall hat, kann man ja nachforschen, wie das Auto gefahren wurde. Es hat auch mit Updates, mit Service, mit Sicherheit zu tun. Es hat mit Kosten zu tun. Es hat mit Push-Mitteilungen zu tun, dass der Händler, der Servicebetrieb, kann dem Fahrer sagen, sag mal, die Bremsen müssen repariert werden. Und dann weiß ich das und ich erfahre das nicht nach dem Unfall. Also es hat so viele Vorteile. Und wir tragen ja alle heute unsere Smartphones. Wir sind alle getrackt. Ich habe da nicht die große Berührungsängste. Wenn wir darüber nachdenken, wissen natürlich schon die Computers, wo wir sind. Was ist das Problem damit? Ja, ja, ja. Und die Thematik autonomes Fahren, wie weit siehst du das als ernste oder wirklich, also was ist als, ist das eine echte Realität, die kommt, oder ist das, die Autos können es ja heute schon, also wenn du ja technisch gesehen ja. Kämen sie ja durch, natürlich mit ganz vielen Dingen, Entscheidungen, die das Auto dann eben zum Glück noch nicht trifft, aber wie siehst du die ganze Thematik mit dem autonomen Fahren? Ist das eine echte Realität, die kommt? Die kommt. Das kommt, die Technologie ist möglich, die ist heute so teuer, aber die wird sich ausbreiten. Das Erste, was wir sehen werden, sind die LKWs, die auf der Autobahn autonom fahren werden, weil es sicherer ist und weil die dann ökonomischer fahren können. Enger, weniger Widerstand, viel besseren Verbrauch. Dann werden wir die Autos sehen, die eine Spur auf der Autobahn bekommen, wo die auch zwischen Zürich-Bern, zwischen Frankfurt-Berlin fahren können. Komplett unfallfrei. Mhm. Ich kann schlafen, ich kann Zeitungen, kann E-Mails machen. Und wo wir die auch sehen werden, sind, wie das heute schon gemacht wurde, in Sitten, in Zug, in anderen Städten auch, dass die in
so im Lokalgebiet fahren. Von Solikon nach Zürich oder von Rapperswil nach Horgen, wo die Straße gemessen werden kann, wo ich autonom fahren kann, weil das Auto weiß, wie es auch sehen soll. Und wenn etwas anders ist, dann bremst das Auto. Also man kann es einfach lernen als Auto. Und warum ist es wichtig? Weil es öffnet natürlich für die Autoindustrie die folgenden 10 bis 15 Jahre, wo wir Menschen mobil bleiben. Sonst höre ich ja mit 75 oder vielleicht mit 80 auf zu fahren. Wenn ich autonom nachher weiterfahren kann, dann gehe ich bis 95er in den Ausgang oder ins Restaurant. Und das ist eine riesige Chance für die Industrie. Und für mich als Person mit 90, dass ich mobil bleiben kann, aber sicher, dass ich von meiner Tür zu Hause direkt ins Auto steige, direkt ins Restaurant steige und abgeholt werde und wieder nach Hause fahre, ohne dass ich mit vielleicht jungen Menschen im Tram mich transportieren lassen muss. Ja, ja. Diese Vorteile sind enorm und es bringt einfach Mobilität bis zum letzten Tag von uns, solange wir uns bewegen können. Auch wenn ich nicht mehr gut sehen kann, kann ich immer noch fahren. So deswegen kommt das unbedingt, weil es für den Konsumenten richtig ist und weil es für die Autohersteller eine riesige Chance ist. Und dann wird es kommen. Und wenn du aufs andere Spektrum des Alters schaust, jetzt bei den jungen Leuten siehst du ja ein ganz klar verändertes Nutzermuster. Die Leute verändern ihr Verhalten, sie verändern auch ihre Einstellung zum Fahrzeug. Es ist weitaus weniger Statussymbol, es ist weitaus weniger Lifestyle für viele. Nicht für alle, aber doch für viele. Wie siehst du diese Veränderung im Nutzerverhalten dort? Carsharing, diese Thematik, wie glaubst du, das ist? Wie gehst du mit diesem Thema um? Oder wie geht ihr als Unternehmen damit um? Andererseits aber auch, wie schätzt du den Trend in diesem Bereich ein? Also es ist schon sehr schwierig zu sagen, was in der Zukunft passiert. Das ist schon, habe ich mehrmals versucht, das ist mir nicht immer gelungen. Aber die jungen Menschen, die denken natürlich anders. Warum? Weil die in Städten wohnen und nicht mehr auf dem Lande. So, da hat es oft ein gutes ÖV-Angebot. Warum soll ich ein Auto haben, wenn ich keinen Parkplatz habe oder das Geld dafür, whatever. Es gibt gute Gründe, warum man kein Auto hat. In dem Moment, wo man Familie gründet, Kinder hat, einen Hund vielleicht, und man ändert seine Lebensform, dann kommt das Auto ins Spiel. Und ob das Auto jetzt gemietet, gekauft, geleast oder als Abo ist, ist ja als Autounternehmen eigentlich gleich. Hauptsache ist, man fährt Auto. Und wir haben in der Pandemie auch gesehen, dass die Autokritiker plötzlich Auto fahren, weil es einfach in der heutigen Zeit sicherer ist, entweder wegen der Pandemie, aber auch verkehrstechnisch natürlich sehr sicher ist. Und deswegen bin ich überzeugt, auch in 10, 20, 30 Jahren hat Platz für Autos. Die werden aber anders aussehen. Die werden wahrscheinlich auch geteilt werden. Die werden auch anders vermittelt werden. Also über Abos oder Kurzmiete, Jahresmiete, whatever. Also es wird weiterhin individuelle Mobilität geben. Da bin ich überzeugt. Was macht die Amag, meine Firma, wo ich noch ein paar Wochen tätig sein darf? Die Firma hat ein Lab gegründet, wo wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Etwa 40 Leute arbeiten mit neuen Konzepten. Das eine Konzept ist Clyde, also ein Abo-Angebot, wo man bis zu einem Jahr, also ein Monat bis 5 Monate, ist ja die Idealperiode, ein Auto als Abo haben kann. Und ein anderes Projekt oder eine Firma, die schon funktioniert, ist Autosense, wo wir Connected Cars machen, also Dongles, die ins Auto installiert wird. Und damit ist das Auto internetfähig und wird auch überwacht. Und jetzt für dich persönlich, wenn du in diesem Unternehmen dich mit diesen auch teilweise sehr schwierigen Entscheidungen auseinandersetzen musstest. Jetzt ist ja nun auch der VW-Konzern nicht immer nur durch ruhiges Fahrwasser gegangen in der Unternehmung. Wenn wir dort mal den Blick aufs Unternehmen richten, wie habt ihr es geschafft, das Unternehmen in diesen schwierigen Phasen dort auf Kurs zu halten? Ihr habt diese innovativen Themen,
das hast du angesprochen. Aber du hast ja auch noch 6.700 Mitarbeiter, die ja nicht nur in diesen Thinktanks, nicht nur in diesen innovativen Themen sind. Und die musstest du führen durch eine sehr, sehr schwierige Phase auch. Wie hast du das angefangen? Bleiben wir mal vielleicht beim konkreten Thema Dieselskandal. Das hat euch sehr beschäftigt. Ich nehme die beiden Fragen auseinander. Zuerst Dieselskandal. Große Unternehmen machen Fehler. Große Unternehmen machen große Fehler und teure Fehler. Und VW wurde lebensdrohend bedroht in eine Krise geworfen, wo wir nicht wussten, was aus VW wird nachher. So, die Realität war damals, VW hätte man aufspalten können, VW hätte Konkurs gehen können. So ernst war die Krise. Was macht man als Unternehmen? Wir haben uns distanziert vom Auslöser dieser Krise, aber nicht vom Problemlöser. So, wir haben den Kunden gesagt, schau mal, passiert ist passiert, uns tut es auch leid. Wir stehen aber dazu, dass Volkswagen unser Lieferant ist und wir stehen dazu, dass die Kunden eine sehr schnelle, gute Lösung bekommen. Und das war eine sehr klare Botschaft. Wir haben die Krise nicht verursacht, wir lösen die aber. Das ist eine Botschaft, die ich auch sehr einfach erklären konnte. Das hat jeder verstanden. Mhm. Okay, schade, passiert ist passiert. Also es war mehr als schade, es war eine Katastrophe. Mhm. Wir als Amag können nur das Beste daraus machen, eben dafür sorgen, dass die Kunden nicht darunter leiden. So, das war also die klare Botschaft. Unterbotschaft war, wir haben auf VW fokussiert. Wir haben nicht von einem VW Audi Seat Skoda Krise geredet, sondern von einer VW-Krise geredet, eine Dieselkrise, die auf VW aufgehängt wurde. Weil VW die stärkste Marke ist. Mhm. Aber es waren natürlich auch Audi und Seat und Skoda, ist klar, es sind die gleichen Motoren. Mhm. Dann, wie führt man ein Unternehmen? Das hat mit dem auch zu tun. Ein Unternehmen von der Größe der Amag, 6.700 Mitarbeiter etwa, kann man natürlich nicht jeden Mitarbeiter kennen. Man kann nicht mit jedem jeden Tag reden. Es gibt große Unterschiede zwischen kleinen Unternehmen, 10, 15 Leute, wo ich jeden Tag jeden kenne, sehe, mit denen reden kann. Und dann, sagen wir, 200, 300, wo das nicht mehr möglich ist, aber man kennt sich trotzdem. Und dann in der Größe von der Amag. In der Größe von der Amag, da muss ich deutlichere, klarere, weniger Botschaften bringen, weil ich kann die nicht erklären, ich kann die ja nur einmal ausstrahlen. Das heißt, ich muss die immer wieder sagen, ganz einfache Botschaften, die jeder versteht. Sogar also die Putzfrau, der Lehrling, der Mechaniker, der LKW-Fahrer, alle müssen diese Botschaft verstehen und mit nach Hause nehmen und erklären können. Das war meine Leitspur in dieser Krise, das war so einfach, es geht um eine VW-Krise, es geht um eine Dieselkrise, die technologiebedingt ist. Die Amag löst dieses Problem und es ist nicht lebensbedrohend für die Amag. So, das war so. Ich habe ja auch damals allen Mitarbeitern gesagt, es bedeutet nicht, dass wir Mitarbeiter entlassen werden. Wir haben den Händlern versprochen, wir helfen denen durch diese Krise finanziell. Und das haben wir auch gemacht. Unter uns gesagt, wusste ich ja nicht, ob wir das konnten damals. Mhm. Aber wir haben uns das zugetraut und die Botschaften waren, glaube ich, relativ klar. Wir haben das Gleiche gesagt, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, seit längerer Zeit. Und wir sind gut durch die Krise gekommen. Wahrscheinlich von allen Importeuren weltweit die Besten, die Schnellsten, die durch diese Krise kamen. Mhm. Was mir aufgefallen ist, wir kennen es jetzt seit 8, 9 Jahren und ist mir aufgefallen, dass du einen sehr wertschätzenden Umgang immer mit allen im Unternehmen geführt hast. Und was für mich sehr, sehr markant war, als du die Du-Kultur bei euch im Unternehmen eingeführt hast. Das war ein ganz schöner Paukenschlag. du hast 6.700 Mitarbeiter und hast die Du-Kultur eingeführt in einem Unternehmen, das das vorher nicht gemacht hat, aber das auch aus einer durchaus konservativen Branche kommt. Es ist ja jetzt nicht ein IT-Startup in der Automotive-Industrie. Und von daher, was hat dich dazu bewogen, die Du-Kultur zu machen und dann auch wirklich komplett durchzuziehen? Das war der, du hast das durchgezogen bis zum Lehrling, den du eben gerade angesprochen hast. Und das
Erzähl das doch mal ein bisschen. Wie ist das gegangen und was hat dich dazu bewegt? Es ist ja immer ein Zufall, was man genau wann macht. Aber ich würde so sagen, ich habe einige Unternehmen, die ich als Vorbildunternehmen sehe. Ein Unternehmen zum Beispiel Swisscom, wo ich erlebt habe, wie die das gemacht haben, was für eine Wirkung das hatte durch charismatische Führung. Und da habe ich gesagt, die AMAG ist ein Familienunternehmen. Ich möchte den engeren Kontakt mit den Mitarbeitern gerne haben, aber ich kann die ja nicht jeden Tag sehen. Wir sind an 100 Standorten vertreten. Das ist unmöglich. Also, ich musste Wege finden, wie kann ich besser kommunizieren. Ich habe dann Videobotschaften, ich habe ein Rad mit Einflussparametern definiert und Plakate gemacht, jede Woche eine SMS geschickt an etwa 1000 Mitarbeiter. Und die Du-Kultur war einfach der nächste logische Schritt, damit man nicht nur mich sehen konnte, sondern man konnte einen Schritt näher kommen. Und wie macht man das in einem Unternehmen, wo wir mit verschiedenen Kulturen arbeiten, Sprachen? Ich habe einfach gesagt, schau mal, mir ist es recht, wenn man du zu mir sagt. Und ich erlaube mir, jedem auch du zu sagen. Wenn man das nicht möchte, ist das auch okay. Aber ich akzeptiere, dass jeder mich duzt, auch der Lehrling. Und was hast du denen denn gesagt, wenn sie gesagt haben, statt Herr Hannesbo, Morten? Die haben ja dann schon gezuckt. Ja, aber das geht schnell. Also nach 12 Monaten, dann war das normal. Ja. Aber ich war ja natürlich schon mit allen meinen engeren Mitarbeitern, also ich bin sicher 200, 300 Leute schon bei du vorher. Und es war ja nicht, also es war nicht eine Frage, ob, es war eine Frage, wann wir wechseln. Und es hat schon geholfen. Also das Unternehmen ist schon viel enger zusammengerückt. Und vor allem in einer Krise, da muss man wie eine Familie aufstehen und die Probleme lösen. Und das ist schon etwas einfacher, wenn ich duze. Und es hat auch in dieser Zeit eine Entwicklung in der Schweiz gegeben, wo diese Kultur sich verbreitet hat. Mhm. Das ist in Österreich nicht so, das ist in Deutschland sicher nicht so, in Frankreich sicher nicht so. In England, in Amerika war das natürlich schon immer auch, weil es da keine zwei Formen gibt. Aber es gibt natürlich schon höfliche und weniger höfliche You. Mhm. Ja, also das gibt es auch. Also es war ein guter Schritt. Es war mutig, aber nicht so waghalsig. Also das war es auch nicht. Ja. Die positive Resonanz hatte ja dann in der Folge dann auch viel Recht gegeben an der Stelle. Ich denke ja. Also ich habe keine negative Erlebnisse gehabt. Also ich habe schon ein paar ältere Semester, die immer noch Sie sagen. Mhm. Aber das ist ja okay. Also ich habe ja kein Problem mit dem. Ja. Aber wir sind ja kundenorientiert. Ein Kunde, den ich 20 Jahre kenne, sage ich ja auch nicht Sie als Verkäufer. Ja. Also das ist ja vorbei, oder? Also vielleicht in Deutschland funktioniert das immer noch, aber in der Schweiz nicht mehr. Ja. Sehr gut. Morten, wenn du auf den Zusammenhalt im Top-Team schaust, dafür hast du immer viel getan und das sind ja doch auch starke Persönlichkeiten, die du in der großen Runde hast, bei den vielen Tochterunternehmen, die ihr habt, wo ihr euch ja auch nicht immer einer Meinung seid. Mhm. Wie hältst du dieses Team dann dennoch zusammen? Oder hast du da Empfehlungen oder vielleicht auch Erfahrungen, was hat euch genutzt, was hat dir genutzt, um dieses Team an eckigen Kanten, starkigen Persönlichkeiten auch zusammenzuhalten, dass die alle an einem Strang ziehen, auch gerade in den schwierigen Themen, wo man sich ja auch aufgrund der Investitionen, die notwendig sind, nicht immer der gleichen Meinung sein kann. Ich denke, jedes Unternehmen muss für sich entscheiden, was passt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben die Führungsgremien definiert. Es gibt natürlich Verwaltungsrat, dann gibt es Konzernleitung. In der AMAG sind es zwei Personen, der CFO und der CEO. Und dann haben wir die Führungsgremien, ein CEO-Kreis, das ist der absolut engere Kreis, das sind die Business Units, die geführt werden von diesem Kreis. Dann haben wir einen CFO-Kreis, also CEO, CFO. Dann haben wir einen Top 30 und dann haben wir einen Top 270. Das sind vier Gruppen plus Geschäftsleitung, Konzern und Verwaltungsrat, insgesamt sechs Gremien.
Wir haben dann definiert, was machen diese? Worüber wird geredet? Wer kann entscheiden? Wer hört zu? Wer ist in welchem Gremium und warum? Das ist, denke ich, keine Hexerei, was wir da gemacht haben. Was wir nebenbei gemacht haben, ist ein paar Hygienegremien, die das Ganze wie Lean zusammenhalten. Mhm. Und da möchte ich nur ein Beispiel nehmen. Ich habe jeden Montagmorgen, da habe ich ein Ops-Meeting, eine Operating-Sitzung, also ein Operating-Meeting. 8 Uhr, die Business-Unit-Leiter mit dem CFO und mit mir. Ohne Agenda, ohne Protokoll. Und der Grund war, also ich weiß, dass diese Business Units natürlich nicht immer die gleichen Ziele haben, dass wir nicht immer der gleichen Meinung sind. Was ich aber auch weiß, ist, dass wir als Familienunternehmen am Ende ja für den gleichen Arbeitgeber arbeiten. So ich musste sicherstellen, dass man miteinander redet. Und ich habe dafür mit dem Gremium gesorgt, dass wir uns einmal in der Woche in die Augen schauen können. Keiner kann sich entziehen. Und man löst gemeinsam die Probleme. Und ich konnte dann auch immer spüren, wenn etwas nicht funktioniert, dann konnte ich bilateral das Thema aufnehmen oder gleich im Gremium lösen. Und ich denke, es muss nachvollziehbar, warum hat man welche Gremien, aber man muss sie auch pflegen. Man muss sie auch steuern. Und wenn es nicht funktioniert, dann muss man eingreifen. Aber immer mit Respekt, das sind ja alle Alpha-Tiere, also wenn man ein Unternehmen, also Amag Import sind 1000 Mitarbeiter, also das ist ein großes Unternehmen. Und klar braucht es starke Führungskräfte, die haben Ansprüche, die haben auch eigene Ideen, muss man respektieren. Aber am Ende arbeiten wir für den gleichen Eigentümer. So, ich muss diese Balance finden. Und die Verpflichtung, wenn man sich in die Augen schauen kann, man schüttelt die Hände wahrscheinlich jetzt im Moment nicht, aber vorher immer, jeden Montagmorgen um 8, dann weiß ich, was passiert diese Woche, wo sind die Punkte, die gelöst werden müssen. Und wie hast du diese Meetingstruktur dann transferiert auf diese hybride Welt und auf die rein digitale Welt? Wie hast du das bei euch gemacht? Ja, das war eine Herausforderung. Im März 2020 mussten wir sehr schnell auf Microsoft Teams wechseln, aber wir führen die immer noch durch. Jetzt machen wir halt hybride, typisch im Raum, großen Raum, 5 Personen und der Rest, also die präsentieren, sind im Raum typisch und die zuhören oder Fragen beantworten, die sind dann im Nebenraum oder zu Hause. Hast du für dich das Gefühl, dass das ein Qualitätseinbuße war oder dass es sich inzwischen so eingebürgert hat, dass es gut läuft oder vielleicht sogar eine Qualitätssteigerung ist wegen der sowohl als Flexibilität? Sowohl als. Wir mussten schnell lernen, viel strukturierter mit der Zeit umzugehen. Das heißt, ein Meeting fängt um 9 an, ist um 10 vorbei. Und da muss man die Agenda dann auch entsprechend besser planen, weil man kann nicht einfach flexibel sein. Also vielleicht nach einem Jahr sogar positiv, weil die Meetings sind kürzer. Man kann es ja aufnehmen. Das heißt, die Protokolle sind präziser. Und man ist auf Kamera, das heißt, man wird beobachtet. Also eben, wenn man redet, dann redet man und dann kann man nicht gleichzeitig die E-Mails dann machen. Also wir sind sicher besser geworden, sehr schnell. Wir hatten Glück, indem wir wenige Wochen vorher ein komplett neues IT-System aufgestellt haben. Microsoft Teams war im Rollout im 3. Monat. Also wir waren vollkommen bereit im März 2020. Das war natürlich ein Riesenglück. Also ja. Das hätten wir nicht planen können. Ja, ja, ja. Du hast Erfahrung aus zwei sehr unterschiedlichen Welten. Du bist bei Großkonzernen gewesen. Du warst bei Ford, anderen ganz großen Nissan. Und kennst die Welt dort, kennst die Politik dort, die mit Großkonzernen immer ein bisschen auch einhergeht. Und du auf der anderen Seite kennst du das Familienunternehmen. Mhm. Also es ist zwar ein sehr, sehr großes, aber es ist immer noch ein Familienbesitz, das Unternehmen Amag-Gruppe. Vielleicht erzählst du mal was zu diesen zwei Welten, die ja auch für dich im Erleben zwei sehr unterschiedliche Erlebniswelten waren. Ich habe beide Welten gerne. Zuerst möchte ich sagen, ich denke, man lernt von beiden. Wo ist der Unterschied? Kann man so plakativ sagen. In den großen Unternehmen gibt es sehr viel Politik, viele Gesetze, die sind auch formuliert, ausgedeutscht und sehr klar. Und
Aber vor allem viel Politik, viel wird nicht gesagt, Großunternehmen und man wechselt den Job immer wieder. Alle 2-3 Jahre kriegt man einen neuen Job. In Familienunternehmen gibt es weniger Politik, viel mehr Herzblut. Und man wechselt den Job nicht so häufig. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du im Familienunternehmen mit den eigenen Fehlern leben musst. Denkst du anders, wenn du investierst, wenn du Projekte startest, weil du musst dich selber fertig bringen. Also im großen Unternehmen starte ich ein Projekt und ich weiß, ich werde das Projekt nicht fertig machen. Da kommt mein Nachfolger und der wird das machen. Und da denkt man anders. So, es hat große Vorteile und Nachteile. Ich würde sogar sagen, eine große Familienfirma wie die Amag hat natürlich den Vorteil von beiden. Und wir haben versucht, das auch umzusetzen. Aber es ist vor allem, ich habe den Job bei der Amag fast 12 Jahre gemacht als CEO. Und ich habe viele Fehler gemacht und ich habe von allen Fehlern hoffentlich auch gelernt. In anderen Unternehmen wäre das 3 Jahre. Und die Projekte, die man startet, die sind ja da gar nicht lanciert. Also wenn ich einen Neubau irgendwo in die Luft ziehe, dann geht das 3-4 Jahre, bis das Gebäude steht. Und da bin ich schon im nächsten Job in einem anderen Land. Und hier bei der Amag, bei ähnlichen Unternehmen, da denkt man schon dran, wie sieht das nachher aus? Geht der Business Case auf? Weil ich muss den Business Case nachher wieder verteidigen. So, es hat sehr große Vorteile im Familienunternehmen. Aber natürlich ist es eine riesige Firma wie Volkswagen, die können natürlich deutlich größere Projekte starten und die dann auch bis ans Ziel bringen. Du hast eben angesprochen, du hast viel gelernt, durch auch Entscheidungen, die du getroffen hast, Fehler, die du gemacht hast. Aber was mir aufgefallen ist, dass du auch wirklich viel Zeit ins Lernen investiert hast. Du hast in Zeiten, wo ich dann dachte, mei, du hast ja wirklich genug zu tun mit dem CEO-Job, mit 1000 Gremien und auch Herausforderungen, hausgemachte und auch externe, mit denen, die du meistern musstest für das Unternehmen, hast du immer noch viel Zeit reserviert für die eigene Weiterbildung und eigene Weiterentwicklung. Mal abgesehen davon, dass die Familie da immer zurückstehen musste bei solchen Themen auch noch. Warum und was hast du da gemacht? Ja, ich weiß nicht warum. Ich habe nicht so einen Plan gehabt, dass ich genau dann diese Ausbildung machen möchte. Aber ich versuche fit zu bleiben. Also nicht nur physisch, aber auch mental fit. Bin mir bewusst, dass was man vor 20 Jahren gelernt hat, heute nicht mehr zeitgemäß ist und nicht mehr reicht. Und das habe ich einfach für mich dann als Anlass genommen, dass ich eine Ausbildung mache. Und was habe ich gemacht? Ich habe ursprünglich die Lehre gemacht, dann habe ich 2 Bachelors gemacht, dann habe ich einen Master gemacht und noch nebenbei eine Verwaltungsratsausbildung gemacht. Und jetzt mache ich wieder eine Masterausbildung die nächsten 2,5 Jahre. Und das hält mich eigentlich beschäftigt und fit. Die Zeit findet man immer. Das ist nicht so das Problem, wenn man sich dafür interessiert. Als Unternehmen interessiert mich das lebenslange Lernen. Mit 6.700 Mitarbeitern, wir können nur erfolgreich bleiben, wenn die Mitarbeiter sich auch erfolgreich weiter ausbilden. Und wir bieten jedem eine Perspektive an. Vom jungen Lernenden bis zum 65-Jährigen, der sich weiter ausbilden möchte. Ich habe immer viel Herzblut für die Lernenden gehabt. Ich begrüße die jedes Jahr, wenn die starten. 230, 40 junge Menschen, 15, 16, 17. Das ist der tollste Tag überhaupt in diesem Jahr, wenn ich die sehe. Wir haben im Moment über 700 Lernende im Unternehmen, die 14 verschiedene Lernberufe machen. Es ist Wahnsinn, was diese Kraft im Unternehmen bringen kann. Das ist die Zukunft. Also ich war auch mal die Zukunft. Oder? Und diese jungen Menschen, die bringen das neue Blut ins Unternehmen. Und das ist ein Asset ohne Vergleich. Ja. Bei dem Stichwort junge Menschen, was würdest du denen empfehlen, wenn sie sagen, ich möchte mir gerne ein Netzwerk aufbauen, ich möchte mir gerne gute Kontakte aufbauen. Du bist jemand, der da ein großes Netzwerk hat und davon auch schöpfst, vielseitig da mit
Leuten im Gespräch bist, was würdest du den Jungen empfehlen? Weil viele sagen, ja, der hat gut reden. Wenn ich in dem Job wäre, wenn ich CEO wäre, dann hätte ich auch viele Kontakte. Was würdest du den Jungen, wo du sie gerade angesprochen hast, empfehlen, da es ja nun auch für den eigenen Werdegang durchaus nützlich ist, das Leute zu kennen? Erzähl doch mal ein bisschen, wie du mit dem Thema umgehst. Was würdest du ihnen empfehlen? Ich weiß nicht, was ich empfehlen kann, aber man muss alles mit Herzblut machen. Also du musst das Interesse haben für den Mensch, für die Person, für diesen Beruf, für die Aufgabe. Und mich interessiert Verschiedenes, also natürlich Management-Themen, Unternehmen und sowas. Mich interessiert aber auch Sport, Radfahren insbesondere, Fotografieren, Autos, Technologie, solche Themen. Ich interessiere mich Reisen, ich interessiere mich für Wein, ich interessiere mich für gutes Essen, Hotellerie, mich interessiert viel. Und Leute, die in diesen Gebieten, Bereichen erfolgreich sind, da finde ich großes Interesse. Und ich verknüpfe mich dann mit denen und ich pflege die Verbindung. Also es nützt nicht, wenn man einmal auf LinkedIn oder Facebook verbunden wird und dann nichts mehr macht, sondern man muss etwas daraus machen. Und das versuche ich mit Hunderten von Leuten, bin ich in Verbindung während dem Jahr. Und es ist harte Arbeit, kann man natürlich so sehen. Für mich ist es, ich bleibe dabei, up to date. Mhm. Und nutze diese Zeit, die ich dann irgendwo nach dem Essen oder im Flieger oder im Bus oder ich warte irgendwo, dann schaue ich mir meine Kontakte an, LinkedIn vor allem, Twitter und ja, das ist interessant und dann kommentiere ich das. Ich teile auch viel, ich habe mittlerweile etwa 2.500 Followers, die aus irgendeinem Grund Interesse finden an mich, ich weiß auch nicht, aber es ist ein Prozess, wo man jeden Tag dran sein muss, aber immer mit Passion. Nicht nur, um jeden kennen zu müssen, sondern man muss sich dafür interessieren. Und du kamst auch immer wieder in neue Gebiete hinein, nicht? Das kam ja auch noch mit hinzu, in neue Themenkreise, in neue Leute rein, in neue Gruppen rein, über die du dann wieder andere Leute dann kennengelernt hast. Ja, also Vernetzung ist wichtig. Wir Menschen, wir mögen Menschen, wir verbringen gerne Zeit miteinander. Und es liegt uns eigentlich, natürlich, dass wir das tun. Aber alles mit System. Ja. Wenn du ansprichst, dass du ja deine verschiedenen Hobbys, hast du angesprochen, vom Rennradfahren in der Tat, wo du auch viel Zeit für Sport verwendest, Work-Life-Balance in diesen stressigen Phasen. Vielleicht hast du da nochmal ein abschließendes Wort zu dem Thema. Wie bist du in diesen ganz harten Phasen umgegangen mit dem Thema Work-Life-Balance? Weil da war nicht Life, sondern da war Work, ja. Work und nochmal Work. Weil in diesen Krisenphasen, das war über viele Monate rund um die Uhr, 7 Tage die Woche und so weiter. Sicher 3-4 Monate. Ja. Also wo ich reell 4-5 Stunden schlafen konnte. Und dazwischen E-Mails, alles Mögliche. Also wirklich viel Meetings, Schwierigkeiten. Ich habe so reagiert, ich hab gefragt, meinen Sport, meine Ernährung und meinen Schlaf priorisiert. Wo ich diese Stunden hatte, die habe ich dann eingesetzt. Ich habe meine Ferien gecancelt, so keine Zeit dafür. Ich habe aber auch meiner Familie gesagt, hey, ich werde die nächsten Wochen nicht viel da sein. Geht ihr doch irgendwo hin, damit ihr wenigstens die Zeit genießen könnt. Und ich habe kein schlechtes Gewissen. Und meine Familie ist natürlich super, die haben das auch verstanden und gemacht. Und ich konnte mich darauf fokussieren, arbeiten, schlafen, vernünftig essen, Sport treiben. Und ich habe in dieser Zeit mehr Sport getrieben als vorher. Weil ich wusste, wenn ich Sport treibe, schlafe ich besser, esse ich besser und ich bin mehr fit am nächsten Tag. Mhm. So, das war ein ganz bewusster Entscheid, anstatt zu sagen, oh, jetzt habe ich keine Zeit fürs Radfahren oder Joggen. Da habe ich gesagt, ich muss es mehr machen als auch sonst, weil ich sonst nicht die Leistung bringen kann. Ja. Sehr spannend und ich kann es natürlich auch nachvollziehen aus den Phasen, wo es dann mal großartig läuft, du freust dich, aber auch in den Phasen, wo es nicht gut läuft, wo du dann halt dich durchbeißen musst und das eine schöne Entlastung ist. Sag doch nochmal was vielleicht zum Thema der beste Rat. Das ist ja eine Frage, die ich als Konstante
immer stellen möchte, ist, was war der beste Rat, den du je bekommen hast? Ich habe eigentlich zwei, aber nehmen wir den ersten zuerst. Das, was du machst, musst du mit Passion machen, mit Blut, Herz und Hirn. Das ist wichtig. Und der andere Rat ist, du musst diszipliniert leben. Also du musst, ich gehe immer ins Bett am gleichen Tag, wo ich aufgestanden bin, also immer vor Mitternacht. Und ich trinke doppelt so viel Wasser wie Wein. Mhm. Und wenn man immer daran denkt, dann kann ich alles schaffen. Ich war viel unterwegs in Asien, bin im Flieger gesessen, 12, 13 Stunden und musste gleich ins Meeting. Und das geht natürlich nicht, wenn ich da auf dem Flieger eine halbe Flasche Wein trinke und nicht schlafen kann, sondern genau da muss man sehr diszipliniert. So, diszipliniert, mit Passion, und dann muss man die Firma, den Chef gut wählen. Weil ich lerne ja von den Besten. Das ist auch die Bücher, die du schreibst, man lernt von den Besten. Und dann muss ich ja die Besten aussuchen. Mhm. Ja, ja. Wenn das Sinn macht für dich, ja. Absolut, absolut. Ich überlege gerade, ob du ein konkretes Beispiel nennen kannst, wo du das genutzt und umgesetzt hast mit dieser Leidenschaft für das Thema, wo dich gerade dieser Aspekt durchgetragen hat, durch eine bestimmte Phase. Kannst du ein Beispiel nennen, ein konkretes, wo du gesagt hast, jetzt merke ich, dass das für mich greift? Also ich war... Das Herzblut, diese Leidenschaft für den Job, ja, für die Aufgabe. Also kannst du ein konkretes Beispiel nennen? Ja, ich würde sagen, also während der Dieselkrise war eine harte Krise, eine harte Zeit. Ja. Aber es ändert nicht daran, dass das Unternehmen toll ist. Also Amag, ein tolles Unternehmen, Volkswagen, wahnsinnig starkes Unternehmen. Mhm. Die Produkte, super. Ändert ja nicht daran. Wir haben halt eine Krise, das passiert in vielen Unternehmen. Da kann etwas passieren und da muss man daran denken, was für Werte, was für Stärken haben wir. Und mit der Passion dann durchziehen. Mhm. Kopf runter und durch, sagt man. Und das, was positiv ist, bleibt ja positiv. Ja. Und das, was negativ ist, muss ich eliminieren, verbessern, wegschaffen. Und meine Passion für Autos hat natürlich immer wie eine Welle hat das mich nach vorne katapultiert. Also ich liebe Autos, ich muss sagen, das ist das Beste. Und erst danach kommt das Fahrrad. Das glaubt dir jeder, der dich kennt. Das ist wunderschön. Letzte Frage mit der heutigen Erfahrung, rückblickend. Jetzt scheidest du in einigen Wochen aus der Amag aus, du schlägst für dich auch ein neues Kapitel auf, du gehst nicht in den Ruhestand, um das ganz klar zu sagen, sondern beginnst ein neues Kapitel. Mit der Erfahrung, die du heute hast, gibt es eine Empfehlung oder einen Rat, den du heute weitergeben würdest? Vielleicht deinem Sohn oder auch den Jüngeren, was würdest du sagen? Schau da drauf, das habe ich vielleicht nicht optimal gelöst, das könnte ich vielleicht anders lösen oder vielleicht rückblickend würde ich es anders lösen. Gibt es da etwas? Ich bereue eigentlich nicht, was ich in den letzten 30 Jahren gemacht habe. Ich würde das wahrscheinlich so plus minus mit ein paar Anpassungen machen, aber in Grundzügen schon. Lass mich ein bisschen erklären. Also warum höre ich jetzt bei der Amag auf? Ich bin 14 Jahre im Unternehmen. Es ist hart. Diese Jobs sind hart. Auch wenn man fit ist und Energie hat. Die sind harte Jobs. Und ich war mir nicht sicher, ob ich das die nächsten 5 Jahre machen kann. Mhm. Mit dem Ehrgeiz, den ich habe. Und deswegen ist es richtig, dass ich mein Kapitel jetzt neu definiere und schreibe. Und was es wird, weiß ich nicht. Aber es wird sicher spannend. Also ich habe die besten Jahre noch vor mir. und was würde ich meinem Sohn als Rat geben? Ich würde ihm sagen, ich habe 3 Söhne, ich würde denen sagen, ihr braucht einen Job, wo man die Passion zeigen kann. Aber es braucht auch ein höheres Ziel. Also nicht nur für mich, dass ich Karriere und Geld mache. Es braucht auch einen Leitfaden. So ein Glaube fast. Für das richtige Unternehmen, mit Aufgaben, die nicht nur für mich gut sind, sondern für die Mehrheit der Menschen. Also wenn er so. Sonst wird man eine Karriere jahrelang nicht aushalten können.
Und was würdest du sagen, wenn jemand sagt, ich habe diese Passion, aber nicht für meinen Job? Was würdest du ihm antworten? Unmittelbar würde ich dann vielleicht einen Coach nehmen. Mhm. Und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Und wenn man das nicht lösen kann, dann ist es eine Frage der Zeit. Entweder wird man entlassen oder man sucht einen anderen Job. Also wenn man nicht zufrieden ist, heute ist der Wettbewerb so groß, es sind so gute Kandidaten für alle Jobs, wenn ich nicht fit bin, Passion habe, überzeugt bin, dass ich das Richtige mache, dann werde ich keine Freude haben und die Leistung auch nicht bringen und dann habe ich den Job auf Dauer auch nicht. Ja. Morten, es ist wie immer eine Freude gewesen, mit dir zu reden. Vielen Dank, dass du Zeit hattest. Ich freue mich auf nächste Gespräche und viel Erfolg bei deinen nächsten Schritten. Ich bin ganz gespannt, wohin der Weg dich trägt. Bis dahin. Alles Gute. Vielen Dank. Danke. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, teilt es mit Freunden oder Familie. Ich würde mich darüber sehr freuen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert den Kanal. Es hilft uns sehr, neue Gäste für interessante Gespräche zu gewinnen. Vielen Dank und bis bald.